Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Und ja, euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich in den letzten Tagen keine, ja, wie soll ich sagen, abwechslungsreichen Thumbnails mehr gebracht habe. Einfach aus dem Grund, dass mir im Moment ein bisschen die Zeit fehlt, gebe ich auch zu. Ich habe mir da sehr viel aufgeheizt. Und ja, ich will halt einfach bis zum Release von Dragon Age 3 fertig sein mit Teil 1 und 2, mit allen DLCs und Add-ons und was weiß ich. Wie ich das schaffen soll, ich habe keine Ahnung, aber ich werde es zumindest versuchen. Von daher, ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Und ja, jetzt gehen wir mal wieder zur Sache. Moment. Das ist die Weltkarte. Ich habe es ja gesagt, wir machen jetzt mal diese Wächterfestung. Und zwar am Soldatengipfel. Das ist ein DLC, den es da extra mal dazu gab, und da sollen wir jetzt dunkle Geheimnisse einer Familie von grauen Wächtern aufdecken. Du kannst jetzt nicht reisen. Herzlichen Glückwunsch. Warum nicht? Was ist dein Problem? Ich verstehe es gerade gar nicht, aber gut, okay. Es wird schon seinen Sinn haben. Soll ich mit irgendjemand reden? Mit wem soll ich denn reden? Mit dir? Was benötigt ihr? Vergesst es. Mit dir? Wirp. Ja? Ich möchte mit euch reden. Nun, ich bin hier. Nein. Stan? Warum halten wir an? Schon gut, gehen wir weiter. Wie ihr wünscht. Das Reden wollte ich jetzt erstmal zurückstellen. Vielleicht muss ich erst an die Weltkarte hin, um dann reisen zu können. Das wäre eine Idee. Unbedingt. Halt. Ja. Und Liliana kommt noch mit, meine üblichen Verdächtigen. Jetzt kann ich reisen. Wunderbar. So, Soldatengipfel. Über einem Labyrinth verlassener Minenschächte liegt Soldatengipfel, der alte Stützpunkt der grauen Wächter. Und los. Mal sehen, wie weit ich komme, bis ich wieder aufgehalten werde. Wo laufen denn die lang? Ach so, immer schön dem Weg nach, okay. Die wollten wohl nicht an Denerim vorbei, weil das liegt hier. Kann ich verstehen. Wir kommen ohne Unterbrechung an. Und da wären wir. Soldatengipfel. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung! Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Ich weiß nichts von Tunneln. Gebt's ruhig zu, ihr habt euch mehrmals verirrt. Ich hab mich nicht verlaufen. Da sind ein paar Flecken auf der Karte. Ja, Egal, wir sind da. Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Dieser Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Wieso war mir das Der klar? Soldatengipfel hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Das. Einst standen die Wächter in voller Blüte, genügend Leute, alle der Aufgabe gewachsen. Und heute müssen sie sogar Leute wie euch aufnehmen, Alistair. Hey. Lustig, wie schnell die Haube verschwinden kann. Zurück! Zurück! Na los! Ja. Herr, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir. Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe mal eine orlesianische Ballade über etwas Ähnliches gehört. Eine Schönheit, die in ihrem Traum gefangen war. In dem Lied wacht Belissa nie mehr auf. Eure hübsche Freundin hier macht mich nervös, Wächter. Wie kann das überhaupt möglich sein? Hier muss es doch spuken. Quatsch. Oha. Gar Seltsames geschieht dort, wo der Schleier dünn ist. Oh, jetzt sind wir mal richtig hier. Der Schleier? Er trennt uns vom Nichts und den Dämonen. Boah, jetzt packen wir unsere ganze Weisheit, unser Know-how aus. Dämonen? Andraste sei Dank, dass ihr gekommen seid, Wächter. Nach euch. War so klar.
Also gut, wir haben praktisch sowas gesehen, wie soll ich sagen, so eine Art Rückblende über die Belagerung der Festung. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also die sind alle nicht mehr ganz so lebendig. Zuhauen können sie trotzdem. Schießen wir sie doch mal über den Haufen irgendwie. Also die einfachen Knochenhaken, die sind noch zu machen. Ohne größere Probleme. Ja. Seht ihr, ich krieg's nicht mal hin, den anzuvisieren und er fällt trotzdem um. Ach, da ist noch einer. Oh, da sind noch ein paar. Der sieht lustig aus. Achtung! Hui! Wow! Klicksui! Alistair, du merkst, dass du fast verreckst, oder? Ach, jetzt lege ich das dem erstmal da rein. Das vergesse ich ständig. Kann ich es im Notfall schneller nehmen. So. Weiter geht der Spaß. Einer noch. Aber ich gehe erstmal so aus der Sicht, weil... besser so. Da geht er down. So. Da grunzt es immer noch. Sag mal. Ich dachte, die Belagerung ist längst vorbei. Was wollen denn die alle? Juriumtrank und Heilung. Oh, jetzt habe ich meine Rüstung deaktiviert. Oh, und ich bin tot. Ein Glück sind wir nie alleine. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Die Skills von Morrigan besser anordnen, dass ich sie auch verstehe. Also wird das nix. Liliana ist auch fast tot. Wundumschlag. Die Rettung in der Not. Oder so ähnlich. Möge das Spaß. So. Naja, okay. Das war jetzt denkbar schlecht, was ich hier gemacht habe, aber. Tod ist tot, oder? Sage ich immer. Ja, wo ist er? Rings, steh auf, genau. Wunderbar, das war ja alles. Richtig locker, fluffig, keine Probleme, alles gut. So, aber wir werden die trotzdem. Wir gönnen auch niemals Ruhe, oder? Nein. Ups. So. Steinrüstung wieder an. Dann kannst du auch schon weitergehen. Oha. Antike Wächterarmbrust. Wie gut, dass ich keine Armbrustschützen dabei habe. Oder überhaupt irgendeinen, der Fernkampf macht. Abgesehen von den Magiern, aber das zählt nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier reinlaufe? Kriege ich da wieder so eine geile Vision? Nee. Blöd. Na, also hier kommen immer wieder Rückblenden an das Geschehene, was hier vor vielen, vielen Jahren passiert ist. Allerdings scheint das geskriptet zu sein, also sprich, ich kann nicht einfach irgendwo hinlatschen in den Nebel rein, wenn ich will, sondern nur an bestimmten Checkpoints. Hier gibt's auch nichts mehr zu holen, ist alles leer. Schade eigentlich. Na, dann gehen wir doch mal ganz unauffällig durch diese nichtssagende große Tür da, die bestimmt nicht ins Innere führt. Und sagen mal nett Hallo. Und sagen mal nett Hallo. Und sagen mal nett Hallo. Jetzt tut sich was. Die Moral der Männer ist niedrig. Meine Zauber sind dabei keine Hilfe, Kommandantin. Zum Führen von Männern gehört mehr als Magie, Avernus. Ich werde sie daran erinnern, dass sie Wächter sind. Männer, ich werde euch nicht belügen. Die Lage ist ernst. Der Feind ist in der Überzahl. Unsere Mägen sind leer. Und unser Mut sinkt. Aber wir sind Wächter. Die dunkle Brut flieht, wenn unser Horn erschallt. Erzdämonen sterben, wenn sie unsere Klingen spüren. Sollen wir vor einem simplen Menschendespoten auf die Knie fallen? Nein, ich werde jedenfalls niemals aufgeben. Schon allein, um irgendwann vor Arlens Galgen tanzen zu können. Darum schlage ich hier und jetzt vor, in diesen heiligen Hallen,
in denen Generationen unserer Brüder Wache gehalten haben gegen die dunkle Brut und alles Böse. Lasst uns diesem fetten Bastard eine Nachricht schicken. Und zwar, dass an diesem gesegneten Ort stolze und aufrechte Männer keinen Schritt zurückgewichen sind. Lieber sterbe ich, als vor der Tyrannei klein beizugeben. So tapfer, obwohl sie am Verhungern sind. Und meine Ur-Urgroßmutter war eine von ihnen. König Arland war ein Tyrann? Man weiß nicht viel über König Arland. Der Thronfolgekrieg nach seinem Dahinscheiden war jedenfalls gewaltig. Er dauerte fast ein ganzes Jahrzehnt und Denerim wäre samt Palast beinahe niedergebrannt worden. Große Teile unserer Geschichte gingen dabei verloren. Aber vielleicht finden wir ja im Inneren Antworten. Aber genug geplappert, führt uns weiter! Genug geplappert. Ja, also Levis Urgroßmutter hat hier gerade eine sehr bewegende, ermutigende Rede gehalten. Die wollte ich natürlich nicht stören, deswegen bin ich auch stehen geblieben. Man hätte theoretisch auch weiterlaufen können, aber das machen wir ja nicht. Natürlich! Und hier sind schon wieder... Wow, was sind das für welche? Oh! Okay. Dämonen. Wo kommen die denn her? Der Schnarcher, der steht auch nur rum. Und macht nix. Habt ihr gesehen, wie der gezittert hat? Feige Sau. Warum müssen diese übernatürlichen Kreaturen eigentlich so stinken? Möge das Spaß beginnen. Oh je, Alistair. Aufpassen, mein Freund. So, ich werde jetzt mal versuchen, die so nach und nach runterzuschießen. Oder auch nicht. Bring es hinter uns, ja! Herausgefordert! Problem ist, dass ich mit dem Feuerball nicht hochkomme. Der wird dann irgendwo da landen, wo es dann alle trifft. Deswegen vermeide ich das gerade. Das ist zu wenig! Seid vorsichtig! Was? Moon? Verrückt? Okay. Natürlich! Natürlich! Ja! Ja! Okay, der Raum wäre wohl auch gesäubert. Vorerst. Und da ist eine Truhe. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Öffnen. Ah, Rundschild sieht schon mal kacke aus. Höchstens die Handschuhe. Mal gucken. Ne, die sind ja schlechter als... Wo bin ich denn hier? Ich dachte, das wäre eine Festung der grauen Wächter. Habt ihr nichts Vernünftiges da? Kein Wunder, dass ihr alle gestorben seid. Naja, ich will mich ja nicht beschweren. Man lästert ja nicht über Tote. Glaube ich. Über Untote dafür schon. Natürlich! Das war jetzt eigentlich das Stichwort, dass hier alles voll wird, aber dem ist nicht so. Trick verreckt. Naja, okay. Da geht's rein, in die Küche. Was gibt's hier noch zu sehen? Wieder eine Truhe. Ja! Schild. Sieht nicht besonders brauchbar aus. Kann er mir irgendwas erzählen hier? Keine Sorge, ich stehe euch nicht im Weg. Nee, davon bin ich überzeugt. Nee, hier gibt's sonst gar nichts. Vor allem, was macht ein Rundschild in der Küche? Naja, egal. Das ist nix. Da geht's weiter. Und da sind auch böse Jungs drin. Möge das Spaß beginnen. Ja, erstmal zurückziehen. Ach, da steht ja auch einer. Wer hat's denn hier hingeschafft? Ich dachte, wer blockiert. So was aber auch. Niemand kann mich besiegen. Noch mehr? Könnt ihr nicht liegen bleiben? Wie andere Tote auch. Au! Erst bleiben sie nicht liegen.
fliegen und dann schmeißen sie mich auch noch um. Wie unhöflich. Du lernst noch nicht zu fürchten. Das glaube ich auch. Hier ist alles voll. Jetzt hast du ein Problem. Muss man da irgendwas machen, damit das unterbricht? Oder hockt da ein Beschwörer rum? Ich geh jetzt einfach mal rein. Nee, kein Beschwörer. Ist wohl vorgesehen. Solltest mal zum Arzt gehen. Schwerer Metallschild. Das klingt schon besser, aber ich glaube, das Egg ist es immer noch besser. Hier gibt's nichts mehr. Ach, jetzt geht's hoch. Zweiter Stock. Da schwirren immer so komische Irrlichter rum. Ich denke immer, da passiert dann irgendwas, aber die sind scheinbar einfach nur da. Hier gibt's nichts. Oh, da vorne passiert bestimmt gleich was, so wie das da aussieht. Ja! Lasst sie für jeden Zoll bezahlen, Männer! Die Flanke halten! Avernus! Wir brauchen euch! Velatep Obreso Zitan et Pekon! Ach du Kacke! Bei Andrastes Blut. Was? Mehr, Avernus! Was es auch kostet! Kaile aeben photos victus! Auf sie! Los jetzt! Voran! Da kommen die Dämonen her. Nein, ich befehle euch, bekämpft die Männer des Königs! Na, so viel Tod, Leid und ach ja, Blut. Der Schleier ist zerrissen. Eure Seele ist mein, Avernus. Akolyten, zieht euch zurück! Die Schlacht ist verloren! Avernus! Was gerade geschah? Oh nein, schon wieder Kämpfe! Was? Oh, hier! An solche Kreaturen gewöhnt man sich nie! Du! Das ist aber hier ein großer Dämon! Los geht's! Du hast dein Schicksal herausgefordert! So, schießt man die erstmal um. Ein bisschen fummelig immer mit dem Zielen, aber es geht schon irgendwie. Oh, der ist ja richtig stark. Los geht's. Schmeiß mal die Blutmagie an. Ich glaube auch, dass man die eigentlich hier erst freischalten kann, aber dadurch, dass ich es eben schon vor einiger Zeit mal gespielt habe, habe ich es halt noch. Oder konnte ich schon früher benutzen, meine Blutmagie-Zauber. So, machen wir lieber mal aus, bevor wir uns selber grillen, ne? Oh, oh, oh. Da. Seid vorsichtig. Los geht's. Ihr seht schon, ich versuche das gerade ein bisschen mit Hotkeys, aber irgendwie verhaue ich mich die ganze Zeit. So, jetzt hat's mal geklappt. Und der ist irgendwie immer noch fast so voll wie vorher auch. Keinerlei Fortschritt. Aber jetzt kommt erstmal nichts mehr nach. Ich hoffe, dass es jetzt kein Stichwort war, dass wieder was nachkommt, aber... Naja. Also eben so. Regeneration für ihn auch gleich an. Mensch, kriegt ihr euch mal. So, okay, passt tot. Die Wächter haben Dämonen beschworen. Unglaublich. Und meine Großmutter, sie wusste es. Wächter verbieten die Blutmagie nicht, was immer für den Sieg nötig ist. Ich hatte gedacht, meine Familie hätte sich besser verhalten. Aber vielleicht liegen vor uns die Antworten. Tja, anscheinend war es nicht zu Unrecht, dass die Familie etwas, naja, wie soll ich sagen, nicht so beliebt war im Ansehen.
meine, mich stört das nicht, ne? Dämonen beschwören, coole Sache an sich, aber es ist ja, wie ihr schon mitbekommen habt, etwas verpönt in der Welt hier. Nicht nur in Ferelden, sondern... Oha! Oha! Kälteschaden, das ist ja auch... Hätte er nicht irgendwas mit Feuer haben können? Naja, ich sage mal, der ist immerhin besser als mein aktueller, aber ich kann ihn noch nicht anlegen, weil zu wenig Magiepunkte verteilt. Okay. Morrigan, Magie. Und Bärengestalt, siehst du? Letztens habe ich es noch gesagt, ein Bär wäre viel cooler. Ich hätte mich mal etwas besser informieren können. Aber nein. Das wäre zu einfach. Ich wusste es auch nicht mehr genau, ob jetzt wirklich irgendwie Bärengestalt oder so mit dabei ist oder eben nicht. Ich hatte da wieder zu sehr den Druiden im Sinn von World of Warcraft. So, was gibt's hier? Was gibt's hier? Genau, geh doch mal weg. Ja. Vor allem, er blockiert jetzt den Weg, dabei will er eh nicht kämpfen. Was ist das für ein Lappen? Los geht's. Man verzeihe mir diese vulgäre Ausdrucksweise, aber ist angebracht, denke ich. Er steht nur im Weg rum und nervt. Und jammert. Und nervt und jammert und nervt. Und steht im Weg rum. Okay, jetzt ist hier aber zu. Das scheint so was wie ein Wächterzauber zu sein, aber hier gibt es nebenan noch einen Raum, sehe ich gerade. Das sieht hier aus wie so eine kleine Kapelle, so ein Schrein für, ja, wer ist das? Andraste, denke ich. Und der hier hat sich's ein bisschen bequem gemacht. Naja, okay. Soll dir nicht vergönnt sein, alter Freund. Oh je, die stehen bestimmt gleich auf, so wie die da liegen. Ja, steht ihr jetzt mal auf? Warte mal, Sophia? Ah, das ist der Geist, oder? Kein Schritt weiter, Wächter. Was? Dieses Wesen möchte mit euch sprechen. Wer oder was seid ihr? Dieses Wesen ist eine Dryden. Die Kommandantin. Sophia. Alles davon. Großmutter? Ihr habt zahlreiches Dämonengezücht getötet, um hierher zu kommen. Dieses Wesen schlägt eine Vereinbarung vor. Was? Vereinbarung? Erzähl mir von dieser Vereinbarung. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Von Kommandantin Dryden ist nichts mehr übrig. Sie ist besessen. Euer Küken sollte seinen Status erkennen. Scheu, demütig, schweigsam. Dieses Wesen wird eure Frage beantworten. Der Soldatengipfel hält mich gefangen. Dieses Wesen hat in Drydens Erinnerungen so viele verlockende Orte erblickt. Dieses Wesen möchte die Welt mit eigenen Augen sehen. Damit ich frei bin, müsst ihr in den alten Magierturm gehen und ihn zerstören. Im Gegenzug versiegelt dieses Wesen den Schleier wieder. Keine Dämonen mehr, keine Feinde. Euer Gipfel wäre sicher. Ihr müsst nur dieses Wesen in die Welt entlassen. Was zerstöre ich da? Die Magie, alle Objekte, den Stein selbst, wenn ihr die Macht dazu habt. Etwas dort drinnen hält die meinen gefangen. Was genau werdet ihr tun, wenn ich euch befreie? Dieses Wesen wird umherstreifen. Es wird sich umsehen. Es wird sich ernähren. Aber ohne mich wird der Schleier noch schwächer. Mehr Dämonen, mehr Leid. Ihr wählt zwischen einem von den meinen oder vielen. Ich bin hier im Namen von Levi. Erzählt mir von Sophia Dryden. Dieses Wesen weiß alles. Wird aber erst sprechen, wenn der Turm in Trümmern liegt. Bevor ich eine Vereinbarung eingehe. Ja. Müsst ihr Levi alles erzählen, was er über Sophia wissen möchte. Wächter. Meine Familie sucht schon über 100 Jahre nach diesen Antworten, aber nicht so. Vertraut mir. Ich unterstütze eure Entscheidung, wie sie auch ausfällt. Einverstanden. Alle Fragen von Levi über die Drydens werden beantwortet. Hm.
Macht mir die Vereinbarung schmackhaft. Welchen Nutzen kann ich persönlich daraus ziehen? Der Levi erhält Antworten auf seine Fragen. Sonst erhaltet ihr nichts. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass ich die so ein bisschen locken kann, aber ganz so doof ist sie dann nicht. Nicht akzeptieren. Dann seid ihr nutzlos für dieses Wesen. Sterbt! Dieses Wesen kriegt jetzt eins aufs Maul. Aber erst ziehe ich mich zurück. Scheiße, betäubt, ich krieg aufs Maul. Das fummel ich wieder. Komm schon. Okay, jetzt habe ich Alistair über den Haufen geschossen. Das war jetzt nicht so schlau, aber... Naja. Es wird schon noch irgendwie klappen, hoffe ich. Oh, Liliana. Bin schon unterwegs. Jetzt ist Morrigan tot, geil. Schlag sie zurück. Oh je. Liliana sollte auch mal diese Umschläge zu sich nehmen, weil sonst könnten wir ein Problem kriegen. Ich hoffe, es klappt noch. Ja. Ja, ist halt doof, wenn mein Tank tot ist, ne? Aber es geht jetzt wohl scheinbar nicht anders. Dann... Du, ei. Okay, ich habe ein Problem. Die sind alle tot, außer mir. Na! Los geht's! Okay, umgeschmissen, das ist gut. Eingefroren, noch besser. Ich muss ein bisschen wegkommen hier. Komm schon. Alles dreht sich. Noch lebe ich. Bin schon unterwegs. So schnell für dich. Wieder umgeschossen, gut. Eingefroren. Jawohl, ich glaube, ich packe sie noch. Oh, sie kommt wieder, sie kommt wieder. Das ist doch ein Witz. Das ist kein Witz, Freundchen. Du weißt schon, wie knapp das gerade ist. Hab dich. Mei, oh mei. Ja, wenn man mal nicht aufpasst, ne? So ist das halt. So, was hat Sophia bei sich? Oh, eine schicke Rüstung. Und Handschuhe. Ja, okay, die gehören zur Rüstung. Hä? Alistair wird sich freuen. Allerdings, ja. Müssen wir den erstmal wieder aufwecken, dass er sich freuen kann. Ah. Wieso lebt jetzt Liliana wieder? Will ich das wissen? Na komm, du noch kleiner Racker. Geht doch. So. Gut, dann können wir jetzt plündern. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Haben wir dieses dämonische Vieh beseitigt. Was? Unzureichend! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht habe ich ja Glück und krieg noch EP, wenn die Quest hier fertig ist, vielleicht. Ich kann nicht glauben, dass meine Ur-Urgroßmutter noch lebt. Naja, halb lebt, halb tot ist. Ich brauche was zu trinken. Wie, jetzt war's das? Nix weiter, kein cool... Ah ne, halt, hier war ich ja noch nicht. Ausgang. Natürlich. Ich hoffe, dass jetzt hier nochmal was... Ah, ja, hier passiert noch was. Ja, das war natürlich wieder optimal, aber... Ich habe das jetzt einfach mal einkalkuliert. Ich habe es ja schon oft gesagt, das Ding scheint an den Gegnern mehr Schaden zu machen als an den eigenen Leuten. Deswegen ist es oft gar nicht so schlimm. Der Radius ist halt ein bisschen ungünstig, um nur die Gegner zu treffen, gerade wenn man so nah dran steht, aber... Ach ja. Bin schon unterwegs. Natürlich. So. Turm von Avernus. Ach, da wollen wir hin. Mal gucken, ob der noch lebt. Noch sieht man hier nichts. Tür auf. Also da lebt noch was, mehr oder weniger. Erstmal weg.
unterwegs! Na komm. Los geht's!